stattgefunden haben. Sie werden vor Gericht gestellt, wenn Sie sich so verhalten. Wenn nicht morgen, wenn nicht in 3 Monaten, dann in 3 Jahren. Dieses Regime fällt. Und dieses Regime dann Nürnberg 2.0. Das ist übrigens auch eine historische Konstante. Solche Diktaturversuche halten einfach nicht lange und werden früher oder später immer gesucht. Es lassen sich Demonstrationen auch nicht verbieten. Der Versuch, dauerhaft Demonstrationen zu verbieten, kennzeichnet eine Diktatur und kennzeichnet ein terroristisches Staatswesen. Die Folge davon, wenn Demonstrationen verboten oder sogar noch angegriffen werden, also die Leute, die dann trotzdem zusammenkommen, sind als historische Konstante immer gewesen: Terrorismus bei kleinen Bewegungen und bei so riesigen Bewegungen wie der deutschen Demokratiebewegung, die seit 28. März 2020 auf die Straße geht, sind es dann bürgerkriegsähnliche Zustände. Die sind im Grunde schon erreicht, und zwar von oben nach unten. Denn wenn wir einfach demonstrieren könnten, wie die Londoner Demokratiebewegung beispielsweise, dann würden einfach Demonstrationen stattfinden, dann wäre sicher und sichtbar, dass wir hunderttausende Menschen in Berlin gewesen wären an diesem Wochenende und dass der politische Druck von uns nicht mehr ignoriert werden kann. Der Versuch ist also, die Bilder, die wir gesehen haben, zu erzeugen und solche kriminellen Propagandaplattformen wie etwa Korrektiv oder auch weite Teile der Tageszeitung Katz und solche angeschlossenen Funkhäuser wie ARD, ZDF, die diesen Gleichschaltungskurs mittragen, wären dann damit konfrontiert gewesen, dass sie dann schon darüber berichten müssen, dass Querdenker alleine da irgendwie zumindest hinter Polizeibarrikaden demonstrieren und immer größer werden. Das ist ja das, was wir in unseren Organisationen, unseren Vereinen, in unseren Clubs und unseren Medien erleben. Wir werden seit 15 Monaten mit jedem Tag immer größer. Und im Grunde in der Hinsicht hat das Merkel-Regime uns schon wieder einen Gefallen getan. Jeder weiß jetzt, dass wir in einem kriminellen Moment der Pseudodemokratie leben, in dem sich diese Demokratie faschisiert und in eine Diktatur verwandelt und die eigene Bevölkerung, das eigene Volk angreift, um die Bilder, die wir gesehen haben, zu verhindern. Das ist also eine Formulierung von Frank-Walter Steinmeier. Man ist sehr besorgt darum, was die Leute, die man dann da irgendwie doch noch versucht zu beeindrucken, so gesehen haben werden. Und was wir gesehen haben werden, was wir sehen seit 15 Monaten, wird nicht aus der Welt zu kriegen sein. Es gibt keine Chance, uns auseinanderzutreiben, und das Pandemieregime könnte morgen beendet werden, das sollte es übrigens. Und wir würden auf jeden Fall diese Erfahrungen miteinander teilen. Das verbindet im Grunde politisch, menschlich, ein Leben lang. Wir werden nicht weichen. Wir sind nicht morgen weg, wir sind in einem Monat nicht weg, wir sind in einem Jahr nicht weg. Wir werden nicht weichen. Diese Diktatoren, diese Lügner, diese Verbrecher werden weichen. Und zwar werden sie grundsätzlich weichen und als erstes inhaftiert werden. Nun gibt es, also ich muss sagen, am Samstagabend war ich erstmals richtig niedergeschlagen und fragte mich, na, wie weit wollen wir gehen, wollen wir uns wirklich alle wieder auseinandertreiben und so weiter. Aber ich sehe, dass wir wirklich nach wie vor ganz, ganz viele sind. Es waren ja trotz des Demonstrationsverbots, ich nehme mal die Kamera weg, da kannst du ja welche nehmen. Was man hier kenntlich gemacht hat, dass die Judikative, also die Gerichte, zum Beispiel nach dem Überfall durch kriminelle Polizeitruppen auf den Richter Christian Detmar, die Judikative leider auch zu Teilen überworfen wurde. Aber ganz viele andere Richter, Juristen und so weiter sind eben auch unserer Seite. Das heißt, wir sind auch durch die Kultur der Welt und jeden Tag kommen neue Leute dazu. Wir haben Hunderte und Tausende von Anwälten und Anwälten, von Staatsanwälten, von Juristen, von Militärs, von Soldaten, von Polizisten, und sich immer mehr auch offen zu erkennen geben, auf unserer Seite. Wir sind so entschlossen,
Grundherr. Ja, ja, wir kennen das. Ein Waldgetreiber. Und von einer sinnvollen demokratischen Aufhaltung, dass wir nicht aufeinanderfallen zu lassen sein darf. Das wird nicht geschehen. Und das heißt, hier wird die Zukunft, unsere gemeinsame Zukunft verwandelt. Hier ist die Demokratie, hier bei der Demokratie. Terror des Nightingale-Regimes gegenüber den eigenen Leuten angeht, dass wir wissen, dass wir sogar so eine Situation überstehen können und dann noch wachsen können. Und diese gemeinsamen, im Grunde muss man auch sagen, Leiterfahrungen, die wir uns gegenseitig nicht gewünscht haben und die auch jetzt wirklich, man muss schon ein bisschen suchen, um da jetzt eine gute Konsequenz draus zu ziehen. Aber alleine, dass wir mit dieser kleinen Versammlung jetzt heute am Montag auch noch da sind, zeigt, und auch übrigens die Nachrichten, die wir erhalten und so weiter. Die Leute werden auf unserer Seite werden immer nur noch entschlossener und noch wütender. Und die Leute, die, es kommen wirklich auch von außen ganz viele Leute dazu, die vorher noch irgendwie an der Direktive ihrer Partei oder so dranhingen, die kommen jetzt zu uns und sagen, jetzt ist jetzt rechts. Das will ich nicht, dass das irgendwem angetan wird. Und ich will vor allen Dingen auch selber nicht so behandelt werden. Denn wir haben ja frühzeitig schon gesagt, also rechnet einfach damit, dass alles, was ihr uns antut, einmal euch angetan werden wird. Und damit, mit dieser Haltung sollte eigentlich auch schon klar sein, was ein demokratisches Spektrum bedeutet. Und dass diese Leute, also die genannten politisch Verantwortlichen, aber auch das politisch instrumentalisierte Pack, das da irgendwie in Kampfmonturen auf Bürger draufklopft und auch noch ruft wie ein Polizist, dass dieser Mob, dass dieses hooliganartige Dreckspack sich völlig vom Grundgesetz, von der Landesverfassung, vom Beamtengesetz und so weiter verabschiedet hat. Und das müssen wir wiederherstellen und das werden wir auch. Und diese Abrechnung wird es auf die andere oder eine oder andere Art dann auch geben. Wobei wir hier von Beginn an zusichern, die Todesstrafe bleibt abgeschafft. Wir treten dafür ein, zivilisatorische Errungenschaften, einen sinnvollen, grundrechtsbezogenen und grundgesetzkonformen Zustand wiederherzustellen. Das ist übrigens von Anfang an der Fall, allen medialen und politischen Verleumdungsversuchen zum Trotz. Ja, also, die gute Konklusion ist, wir lassen uns nicht auseinandertreiben. Wir werden auch, sollte das Maßnahmenregime morgen beendet werden, noch unsere große Siegesfeier über den Feind gemeinsam feiern, die Demokratie feiern und dafür sorgen, dass solche Zustände nie wieder auftreten können. Und die Chancen, dass uns das gelingt, werden mit jedem Tag besser, indem wir in so einer Art und Weise wie an diesem Pfingsten angegriffen werden. Einen Satz der Kritik möchte ich mir bei aller Solidarität zu allen Beteiligten an der Demokratiebewegung noch erlauben. Nachdem dieses wirklich skandalöse Urteil des Verbots am Mittwoch aufkam, hätte man wirklich einen guten Plan B vorbereiten müssen. Wie gehen wir damit um? Und dann über einen einzigen Kanal zu posten, der am Tierpark ist jetzt schön, der zu dem Zeitpunkt schon vollständig abgeriegelt worden war vom Regime, ist natürlich überhaupt die schlechteste Idee, die man in dem Moment haben konnte. Das Prinzip Spaziergang haben mein Kollege Hendrik Sodenkamp und ich schon lange etabliert, schon seit 28. März 2020. Ein Regime, das Demokraten die Demonstration verbietet, lädt natürlich dann dazu ein, Spaziergänge zu machen. Und einzelne Menschen können nicht verboten werden und jeder einzelne Mensch kann ja auch sagen, er sei jetzt in dem Moment eine Spontanversammlung. Wir sind einfach da und wir werden nicht weichen. Übrigens auch, genauso wie die Rich Kids da drüben, die mit Milchkaffee und Basketball demonstrieren, dass sie am Leben sind, das ist übrigens sehr, sehr in Ordnung. So ein Leben stellen wir uns ja auch vor und für diese Leute kämpfen wir ja auch mit. Viele von denen sind auch bei uns.
Grunde ist das alles hier die Demonstration. Das Leben selbst. Vielen Dank.